Facebook verkündete heute einen Schlag gegen 32 Fake-Accounts, vorgeblich zur politischen Propaganda, und bringt diese wieder einmal mit Russland in Verbindung. Es geht um einen alten Bekannten für Zuschauer unserer Videos, die Internet Research Agency, besser bekannt als Betreiberin der Trollfabrik in St. Petersburg. Wir informieren euch. Vor allem wegen einer Militärparade weilte Russlands Präsident Putin heute in St. Petersburg. Eine Firma wird er dabei auf jeden Fall nicht besuchen, obwohl sie wieder einmal weltweit in den Schlagzeilen ist und von westlichen Medien immer wieder mit ihm selbst in Verbindung gebracht wird. Die Internet Research Agency, Trägerin der Trollfabrik und mehrerer großer russischer Online-Zeitungen. Auf die Agency wurde Putin schon mehrfach angesprochen und verwies stets darauf, dass sie sich im Eigentum des kremlnahen Milliardärs Jewgeni Prigoschin befindet, also quasi das Projekt eines patriotischen russischen Schwerreichen sei, wie auf der Gegnerseite zahlreiche Stiftungen des Milliardärs Soros. Natürlich ist Prigoschin bestens mit dem Kreml vernetzt. Und wer hier im Rahmen des westlich-russischen Cyberkriegs was für wen macht, wird weiterhin im Dunkeln bleiben. Die Internet Research Agency wurde schon mehrfach von Politikern und Presseleuten in den USA der dortigen Wahlbeeinflussung verdächtigt, nicht zuletzt bei der letzten Präsidentenwahl. Heute wurden eben 32 Facebook- und Instagram-Konten gesperrt, die gemäß dem Facebook-Sicherheitschef Alex Starnos nach dem Muster der Internet Research Agency zu Propagandazwecken 2017 und 2018 angelegt worden sein sollen. Ziel sei die kommende US-Kongresswahl gewesen. Facebook steht dabei in den USA unter Druck, in diesem Bereich Erfolge vorzuweisen, denn das Netzwerk ist wegen der früheren Fälle immer noch in einer ständigen Kritik aus der dortigen Presse ausgesetzt. Die aktuelle Enthüllung belohnte sogar die Wall Street mit einem leichten Plus der Facebook-Aktie, die jedoch die vergangenen Verluste bei weitem nicht aufwiegt. Die Enthüllung war jedoch auch nicht so groß wie die Schlagzeilen, die sie produzierte. 150 Werbeanzeigen für $11.000 hat das aufgedeckte Netzwerk geschaltet. Bei millionenschweren amerikanischen Wahlkampfetats eine kaum bemerkbare Summe. Dennoch nutzt Facebook seinen Erfolg natürlich kräftig für PR in eigener Sache. Dass US-Netzwerke aktuell lieber zu hart als nicht hart genug gegen alles aus Russland vorgehen, bewies zeitgleich Twitter. Die russische Online-Zeitung Medusa berichtet, dass alle Konten von Russen, die zum angeschlagenen Elektroautokonzern Tesla und seinem Gründer Musk etwas twittern, aktuell gesperrt werden, übrigens unabhängig vom Inhalt der Posts. Eine Ausnahme gäbe es nur für Accounts mit sehr vielen Abonnenten, die als prominent gelten. Wie der Cyberkrieg zwischen dem Westen und Russland weitergeht, wir informieren euch, wie etwa in den beiden Videos, die Anna Smirnova aus St. Petersburg bereits über die Trollfabrik gemacht hat und die ihr jetzt anklicken könnt. Abonniert uns für aktuelle Russland-News.